Dann bin ich froh, dass ich die Tickets bei dir vergessen habe. War das eigentlich Absicht? Das war einfach Schicksal. Du hast mir bis heute nicht erklären können, warum du dich trennen wolltest. Aber das haben wir doch schon x-mal besprochen. Worte, nichts als Worte. Jule! Nina! Du hier? Für die Uni? Ja. Und was machst du jetzt so? Man wird ja noch fragen dürfen. Aber du kennst die Antwort doch schon. Morgen hole ich meine restlichen Sachen. Und wo willst du hin? Ich habe ein Apartment gefunden bis zum Semesterende. Und dann? Das habe ich dir bereits gesagt. Ich hatte die Hoffnung, dass du es dir nochmal überlegst. Christoph, es hat keinen Zweck. Ich gehe weg aus Friedenau. Morgen kommt Henning aus dem Krankenhaus. Und? Ich dachte, dass er vielleicht einen Schlussstrich zieht und nochmal ganz von vorn beginnt. Das ist doch nicht dein Ernst. Caroline, bitte. Den Schlussstrich hat Henning bereits gezogen. Von einem Neuanfang war da nicht die Rede. Ach, das meint er doch nicht so. Doch. Für ihn ist unsere Beziehung beendet. Und im Grunde genommen ist es auch das Beste. Für alle. Da bin ich mir nicht so sicher. Es gibt keine Alternative, Christoph. Ich müsste Henning mein Leben lang anlügen. Und wenn ich dich ganz herzlich darum bitte? Du weißt genau, dass ich ihm unsere Affäre auf Dauer nicht verschweigen könnte. Eigentlich dürfen wir das nicht tun. Was? In dieser Wohnung. Philipp hat sie für sich und mich gekauft. Ach so, ja. Vielleicht wäre es schon besser, wenn wir es ihm irgendwann mal sagen würden. Max, bitte, du weißt genau, dass ich das nicht will. Keine Panik. Er wird es nie erfahren. Ich werde ihm nichts verraten.
musst es mir versprechen. Wenn er wüsste, dass ich hier mit dir... Versprochen. Und jetzt fahren wir erstmal nach Rom und danach sehen wir weiter, okay? Das machen wir auch für Sachen. Sehr schön. Hey, was soll das? Sie stellen den Weg. So ein Spinner. Das hier ist ein öffentlicher Platz. Hast du irgendein Problem? Dann mach mich nicht an, ja? Mitten in der Straße. Mitten in der Straße. Muss das sein? Komm, du kannst doch nicht alle. Ja genau, hau bloß ab. Sonst gibt's richtig Ärger. Wie Simon hier erzählt, dass du auf Frauen stehst. Ganz einfach, weil er es gar nicht weiß. Naja, ich weiß es ja auch erst seit ungefähr 2 Jahren. Ach so. Und vorher hattest du immer was mit Männern. Ja, aber richtig toll fand ich das nicht. Frauen fand ich schon immer attraktiver. Kann ich verstehen. Aber mehr so vom Optischen her. Was mit mir los ist, habe ich erst viel später gemerkt. Bei meiner ersten Liebe. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Hattest du was mit Simon? Simon und ich? Nein. Wir sind nur gute Freunde. Er ist wirklich ein ganz süßer Typ. Aber richtig gefunkt hat es nie zwischen uns. Warum hast du ihm nie von deinem Coming-out erzählt? Er war die letzten Jahre ständig unterwegs. Wir haben uns kaum noch gesehen. Naja, und am Telefon. Verstehe. Sind die groß genug? Oh ja, danke. Vielen Dank. Wo waren wir stehen? Bei Simon. Ah ja, Simon, genau. Sind wir eigentlich bescheuert? Wieso? Wir sind doch hier in einem Club für Frauen, oder? Ja. Und worüber reden wir die ganze Zeit? Über Männer. Du hast recht, wir sind wirklich bescheuert. Wollen wir tanzen gehen? Heute noch? Ja. Ihre restlichen Sachen holt sie im Laufe des Tages. Das wolltest du doch so, oder? Herr von Anstetten, es dauert noch einen kleinen Moment. Professor Spangenberg kontrolliert noch die Befunde und dann bekommen Sie Ihre Papiere. Alles gut, danke. Gott sei Dank. Ich kann dieses Zimmer nicht mehr sehen. Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Welche Frage? Du wolltest, dass Caroline geht, oder? Ja. Das ist das Beste so. Caroline sagt genau dasselbe. Was soll sie denn auch sonst sagen? Bist du dir im Klaren, dass du Caroline vielleicht für immer verlierst? Ich habe sie schon verloren. Sie hat sich von mir getrennt. Ich bin in dieses Auto gestiegen und jetzt sitze ich hier. Aber Caroline wollte das nicht. Sie ist einfach nervös geworden, so kurz vor der kirchlichen Trauung. Einfach nervös geworden? Du bist gut. Ja, sowas passiert doch. Immer wieder hört man davon, dass Bräute in letzter Minute abhauen. Christoph, wieso nimmst du Caroline eigentlich ständig in Schutz? Das tue ich doch gar nicht. Ich möchte nur, dass du keinen Fehler machst. Danke. Ich weiß das zu schätzen, Christoph, aber ich habe mich entschieden. Du liebst sie doch. Kann sein. Aber das zählt jetzt nicht mehr. Na, ausgeschlafen? Jule, das war ziemlich kurz. Meine Güte, mir tun auch total die Füße weh. Und ich habe Muskelkater. Hätten wir den Mambo doch besser ausgelassen. Auf gar keinen Fall. Wir brauchen nur mehr Übung. So, was darf's bei dir sein? Ein Kaffee, extra stark und ein Croissant. Bring ich dir sofort. Meine Oma hat schon immer gesagt, Kind, tanz nicht mit neuen Schuhen. Und vor allem nicht auf meinen Füßen. Oh komm, so schlimm war ich doch auch nicht. Frag mal meine Zehen. Ja, ihr scheint euch ja prächtig zu amüsieren. Hi. Hi. Ja, wir waren gestern tanzen. Oh, habe ich etwa eine Party verpasst? Ach, kann man so nicht sagen. Wir haben uns zufällig in Maryland getroffen. Ach so. Merlin? Ist das nicht dieser Frauenclub?
Ja, ich muss dann auch mal los. Meine Mutter wartet. Ja, darf ich alles? Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Sag mal, gibt's da irgendwas, das ich wissen sollte? Naja, ich wollte es dir ja schon die ganze Zeit sagen, aber du weißt doch, wie das ist. Ja, ich stehe auf Frauen. So, ich hoffe, der Kaffee ist stark genug. Dankeschön. Guten Appetit. Danke. Mensch, jetzt mach doch nicht so ein Gesicht. Ich wundere mich ja bloß. Warum sagst du das erst jetzt? So lange weiß ich das ja auch noch nicht. Und irgendwie ergab sich keine Gelegenheit. Du warst ständig unterwegs. Darf man fragen, seit wann? Seit 2 Jahren ungefähr. Ich habe mich total verknallt. Sie war so witzig und charmant. Irgendwie genau wie Nina. Hallo Philipp. Du bist schon zurück? Wie du siehst. Gab es in München irgendwelchen Ärger? Mensch, du siehst ja völlig fertig aus. Was ist denn los? Willst du verreisen? Ja, zur Elke. Nach Chemnitz oder wo geht es hin? Ja, nur für ein paar Tage. Schön. Wann geht's los? Heute Nachmittag. Dann hast du wohl keine Zeit mehr, mir kurz zu helfen. Doch, klar. Was denn? Oh, mein neues Projekt. Irgendetwas dran stört mich sehr. Es wäre nett, wenn du noch mal einen kurzen Blick auf die Verträge werfen könntest. Kein Problem. Ich muss nur noch schnell was erledigen, dann sehe ich sie mir an, okay? Danke. Ist nett von dir. Du solltest dich vielleicht mal eine Stunde aufs Ohr hauen. Du siehst wirklich mitgenommen aus. Mach ich. Also, kannst du mir Verträge auf den Tisch legen. Bis nachher dann. Ciao. Ciao, Max. Der Kaffee. Oh, danke schön. Bitte schön. Hallo. Oh, für mich bitte Mineralwasser. Komm sofort. Hallo, mein Schatz. Ach, ich fühle mich riesig. Ah, ich sehe es. Was ist denn passiert? Rate mal, wo ich gestern Abend mal wieder war. In Maryland. Und was glaubst du, wen ich da getroffen habe? Ach, komm, du nett hier schon. Jule Roth. Jule Roth? Na, die Freundin von Simon, die ich dir vorgestellt habe. Ach, die. Mhm. Stell dir mal vor, die hatte vor 2 Jahren ihr Coming Out. Was? Mhm. Ich dachte, die wäre mit Simon zusammen. Ja, das dachte ich ja auch, aber Irrtum. Ach, wir haben den ganzen Abend getanzt. Salsa, Mambo, Merengue. Täusche ich mich? Oder bahnt sich da was an? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Oh, komm. Danke. Komm, du kannst mir doch nichts vormachen. Ich kenne doch dieses Lächeln. Naja, Simon wäre davon nicht so begeistert. Oh, seit wann interessiert dich denn, was irgendein Mann davon denkt? Na, Simon ist doch nicht irgendwer. Also wenn er mitbekommt, dass Jule mehr Erfolg hat bei mir als er, dann... Also das verstehe ich jetzt nicht. Er weiß doch, dass Männer bei dir keine Chance haben, oder? Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass er das nicht so richtig einsehen will. Oh, da wird er sich mit abfinden müssen. Ich musste das ja auch. Ja, und du wirst ja ihm zuliebe kaum auf Jule verzichten wollen. Mensch, Mam, ich kenne sie doch noch kaum. Das muss sich doch erst mal entwickeln. Aha. Okay. Sie ist ganz süß. Schneller, bitte. Frau Anstetten, ich kann Ihnen doch helfen. Nein, vielen Dank, Christiane. Es sind nur noch ein paar Sachen oben und das schaffe ich schon alleine. Gut, wenn Sie mich brauchen, ich bin hier drin. Danke. Tragen Sie das schon mal raus, ja? Hallo, Caroline. Kommen wir ungelegen? Nein, natürlich nicht. Es tut mir leid, ich bin noch nicht ganz fertig. Ich wusste nicht, dass ihr schon so früh... Die Abschlussuntersuchung ging schneller als erwartet. Im Auto sind noch Sachen. Würden Sie mit rausgehen? Ja, bitte. Was sagt Professor?
Professor Spangenberg? Alles in Ordnung. Die Lähmung ist vielleicht nicht von Dauer. Mach dir keine Gedanken. Warte, ich helfe. Nein, ich... Danke. Also dann, lass dich nicht aufhalten. Wenn wir uns nicht mehr sehen, ich wünsche dir alles Gute. Ich dir auch. Möchtet ihr noch was? Danke, nein. Ich bin wunschlos glücklich. Ich auch. Okay. Am Anfang habe ich mich total gesperrt. Bescheuert, ne? Wie man's nimmt. Ich habe sogar was mit Lars angefangen, nur um mir zu beweisen, dass ich völlig normal bin. Erinnerst du dich an Lars? Dieser Computer-Heini? Danach war mir völlig klar, dass ich nur noch Frauen liebe. Ja, und es geht mir total klasse. Schön. Interessiert dich das alles überhaupt? Ja, klar. Ich find's prima, dass es dir so gut geht. Hast du ein Problem damit, dass ich auf Frauen stehe? Nein, warum? Ich habe damit überhaupt kein Problem, das habe ich dir doch gesagt. Und warum muffelst du die ganze Zeit so rum? Ich muffel doch gar nicht. Es ist wegen Nina, stimmt's? Wie kommst du jetzt da drauf? Du, ich habe auf gar keinen Fall vor, mich in eurer Freundschaft reinzufuschen. Entschuldige, aber ich bin gerade ganz woanders. Ich muss die ganze Zeit an Marc denken, er hat echt ziemliche Probleme. Mit seiner Freundin? Ja, gerne. Ich gehe da noch mal besser. Wir sind nämlich noch verabredet. Dann bestell ihm mal schöne Grüße, ja? Mach ich. Hey, ihr seid ja immer noch da. Ja, aber ich muss los. Tschüss. Ja, tschüss. Sollen wir noch was trinken? Ja, okay. Darf ich? Warum ist Philipp denn früher zurückgekommen? Er hat nichts Genaues gesagt. Aber es scheint in München ziemliche Probleme gegeben zu haben. Hast du etwas gemerkt? Das glaube ich nicht. Er hat mich sogar noch um Hilfe gebeten, ob ich mir ein paar Verträge ansehen kann. Jedenfalls komme ich mir ganz schön blöd vor. Wieso? Vielleicht sollte ich ihm doch reinen Wein einschenken. Immerhin bin ich sein Freund. Bitte, Max, nicht schon wieder. Aber jetzt ist doch der beste Zeitpunkt, es ihm zu sagen. Wir sind in Rom und erstmal aus der Schusslinie. Und er hat Zeit, sich an den Gedanken zu gewöhnen. So viel Zeit gibt es gar nicht, dass Philipp sich daran gewöhnt. Zahlen bitte, sofort. Ich weiß inzwischen, wie man ihn zu nehmen hat. Er wird das schon verkraften. Max, du kennst ihn nicht. Du hast ihn noch nie wütend erlebt. Er ist gefährlich, das musst du mir glauben. Okay, ich pass schon auf. Aber früher oder später wird es ja doch erfahren. Warum also nicht jetzt? Mir wäre es lieber, du würdest ihm nichts sagen, wirklich. Schau mal, je länger wir damit warten, umso mehr fühlt er sich hintergangen. Und zwar mit Recht, finde ich. Bitte sehr. Danke. Lass uns bitte bis nach Rom damit warten, okay? Nein, jetzt wird er nie. Er wird ja schon nichts tun. Ich bin ja auch noch da. Ich kläre das schon. Vertrau mir einfach. Also wenn das so weitergeht, du, dann pack ich meine Sachen. Ah ja? Ja, dann glaubst du, ich sehe mir das den ganzen Tag an. Ich ertrag das einfach nicht mehr. Wie sie sich da gerade eben geküsst haben. Also ich weiß wirklich nicht, worüber du dich aufregst. Du hast sowieso keine Chance. Also setz dich hin, atme mal tief durch und du entspannst. Wirklich sehr gescheit. Erst da verknall ich mich in Nina und jetzt... Jetzt stellt sich heraus, dass meine alte Freundin Jule auch lieber Frauen mag. Sag mal, und jetzt glaubst du doch nicht wirklich allen Ernstes, dass sich die ganze Welt gegen dich verschworen hat, oder was? Ja, es ist aber doch so. Müssen denn ausgerechnet diese beiden jetzt auch noch vor meinen Augen anbandeln? Ja, wär's dir hinter deinem Rücken lieber gewesen, oder wie? Komm mir doch auf. Weißt du, du bist hier wirklich nicht der Einzige mit Problemen, okay? Ja, aber bei dir ist wenigstens eine Perspektive in Sicht. Bei mir dagegen absolute Finsternis. Weißt du, im Moment würde ich liebend gerne mit dir tauschen. Das kannst du mir wirklich glauben. Ach ja, wieso das denn? Du weißt wenigstens, dass du keine Chance hast, aber ich verstehe Isabel nicht mehr und weiß gar nichts. Also wenn du mich fragst, lass sie einfach mal eine Weile in Ruhe, dann gibt sich das Ganze schon von selbst. Oder sie ist weg. Nee, mein Lieber. Das ist mir zu riskant. Also irgendwer hat was gegen die Roloff-Brüder. Aber ganz gewaltig sogar.
Brauchen Sie mich noch? Nein, danke. Wo siehst du denn da die Probleme? Kann ich nicht so genau sagen. Es ist nur so ein mulmiges Gefühl. Also ich kann beim besten Willen nichts finden. Der Vertrag ist perfekt, was das Rechtliche betrifft. Vor allem für dich. Ganz sicher? Ja, das ist absolut wasserdicht. Da kann man nur gratulieren. Danke. Dann, lass uns doch anstoßen. Ja. Auf deinen Vertrag. Und auf Elke. Schon klasse, dass ich dich als Freund habe. Cheers. Cheers. Wirklich. Auf dich kann man sich verlassen. Du, Philipp, ich muss dir noch was sagen. Wegen Elke? Ja. Nein. Ja, nein, was denn nun? Sie heißt nicht Elke, sie heißt... Schlaf gut, mein Freund. Ich kann ohne dich nicht leben.